Heute aus der Herrenküche ein barocker Set von Songmix im Zweier-Set. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem technischen Kanal zum neuen Video eingecheckt habt und wieder dabei seid. Und wem Technik interessiert, da liegen Sie hier richtig, dann lassen Sie doch hier ein Abo da. Alexa aus. Und heute wollte ich euch mitnehmen zu diesem Barsetter. Den Tisch habe ich euch ja bereits schon gezeigt und ich fand es jetzt irgendwie ein bisschen praktisch. Ich brauchte was, das ich höher sitze und auch ein bisschen bequem und gedämpft ist das Ding auch noch obendrein. Ich sitze schon drauf. Und den haben wir jetzt einige Tage im Check. Wir haben auch gegessen drauf und sitzen drauf und ich sag mal Mahlzeit. Und es ist wirklich angenehm zu sitzen. Wir brauchten hier Platz und da kamen die mir gerade gegen. Derzeitiger Preis war etwas über 80 Euro. Wir haben uns erstmal zwei Stück gekauft, aber ich werde mir höchstwahrscheinlich noch welche nachbestellen. Da so viel. So, aber wir gucken uns kurz mal die Produktmaße an. Es ist eine Bedienungsanleitung bei, Schrauben sind da, es ist ein Imbus dabei. Da eben sich zu meckern. Und in 15 Minuten soll da so ein Ding, ein einzelner Stuhl zusammengebaut sein. Und das möchte ich heute mit euch testen. Und jetzt geht's ab zum Stuhlzusammenbau und Sitztest. Check, viel Spaß beim Video. So, noch ein paar technische Specs zu dem ganzen Stuhl hier, bevor wir hier zum Zusammenbau kommen. Das gibt es im Zweier-Set, ist Barstuhl mit PU-Schrauben, 360 Grad Drehstuhl für die Küche mit Armlehne und Rückenlehne und Fußstütze und verchromtem Stahl. Ja, so ist das. genaue Bezeichnung ist LJB93G. Da gibt es noch ein paar verschiedene Nummern. Die Produktabmessungen sind 38 tief, 44,5 breit und 115 cm oben bis zur Armlehne soll das ganze Stück sein. Na, hier über die Sitzfläche, Rückenlehne ist 32 cm hoch. Durchmesser des Sockels, das heißt unten der kleine runde Fuß hat 41 cm, 8,2 Kilo, beträgt bis 120 Kilo also, und ist ausfahrbar, wenn ich das bis 82, von 62 bis 82 cm. Ich glaube, die Sitzfläche ist 40 mal 40 oder so, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Na? Ja, dann lasst uns mal das Ding zusammenbauen. Und schauen, wie schnell das wirklich in 15 Minuten geht. So, wir brauchen einen 5er Imbus, ist aber im Lieferumfang enthalten. Natürlich gibt es auch eine Bedienungsanleitung. Na, die ist sehr umfangreich oder eigentlich gut gemacht. Da ist Schritt für Schritt, ich zeige noch mal kurz, wie wo was zu machen ist. Ich sollte jetzt in diesem Fall eigentlich die Armlehne erst anmachen, aber ich mache es umgekehrt, weil ich habe ja schon einen zusammen. Na, und dann stört mich die Armlehne da jetzt nicht. Schön verteilen, gleichmäßig. Dann nehme ich lieber meinen Lieblingsschrauber. Das Werkzeug packe ich euch wieder in die Videobeschreibung. Leicht anziehen. Vier Stück kommen da rein. Und die lasse ich jetzt mal relativ durchlaufen. Wir haben es 12.43 Uhr. Mal gucken, ob man es schneller schafft als in 15 Minuten. Alexa, starte Stoppuhr. Die Stoppuhr startet jetzt. So, schön gerade ansetzen. Die geht ein bisschen schwer, macht nichts. So, und die letzte. Ist wie beim Gaming-Stuhl zusammenbauen, wirklich, also ich war beim ersten, war ich echt begeistert, wir wollten es schön haben. Yeah.
Deswegen habe ich mir zur Probe erstmal zwei bestellt und dann werden nochmal zwei nachbestellt, weil ich gucken musste, ob das denn alles so passt und ob mein Plan hier aufgeht. Ich ziehe über Kreuz so ein bisschen nach. Geht jetzt hier nicht so wirklich, weil ich keine 5 Schrauben habe. Und wirklich handfest. Also in Scheiben und das dürfte sich nicht lösen. Kann man immer wieder nachziehen. Ich gehe jetzt noch mal einmal Reihe rund. Hier ist auch noch mal gekennzeichnet, dass das die Front ist. Da könnt ihr nichts verkehrt machen. Hier ist auch ein Frontschild dran. Ne? So, damit wir dann auch nichts verkehrt machen, wie gesagt, es ist völlig wurscht. Na? Werde ich mir jetzt Hilfe sorgen müssen? Muss ich mir Sorgen machen? Muss ich mir nicht machen? Ich drehe das einfach um und habe da meine eigene Methode entwickelt. Und zack, kann das jetzt besser anschauen. Also wie gesagt, und vor allen Dingen, was mir wichtig ist, es ist Arbeitshöhe. Ne? Arbeitshöhe, immer wichtig, geht nicht auf Rücken. So. Es ist eine Reserveschraube, wie gesagt, dabei und auch der Imbus ist vorhanden. So. Den ersten auf dem Fußboden gemacht und das war nicht so schön. So, ich schieb die Armlehne relativ hoch. Hält. Hier gebe ich noch mal einen drauf. Schraube 4, nicht zu vergessen. Ich dreh das mal runter, dann könnt ihr besser gucken. So, kann man anziehen. Und immer dran denken, nach fest kommt lose. Ah, bin vorsichtig. Das reicht mir schon. Okay, jetzt übertreiben. Wir gehen nach hinten. Gut. So. Könnt auch beim Dings beim Teller nichts verkehrt machen. Da schwenken wir jetzt mal kurz rüber. Ich stelle das mal zur Seite. Hier ist der Teller und damit ihr nichts verkehrt macht, das ist ja eingepackt, das müsst ihr runternehmen, abziehen und dann könnt ihr den hier reinfallen lassen. Damit das nicht rausfällt, mache ich das immer ganz speziell. Ich das immer einem Eimer an und dann fällt euch der da auch nicht mehr raus. So, jetzt können wir aufsetzen und das war's dann schon. Jetzt setzen wir das Ganze auf. Sitzt. Und jetzt können wir den hier hochstellen. Dass ihr das mal seht. Jetzt machen wir nur noch die Seitengriffe dran und dann ist gut. So, wir haben natürlich hier auch noch so, das kann man da rüber machen. Beim ersten Mal habe ich echt schwierig gehabt, die rüber zu kriegen und deswegen nicht so dolle feucht machen, mit nur leicht.
damit es leichter rüber geht. Das ist konisch. Also wird hinten schmaler, verjüngt sich, wie man so schön sagt. Das verjüngt sich, ich werde nicht länger. Und dann kann man das relativ, wenn man sich hier mit dem Fuß vorstellt, geht es nicht ganz so schwer, ein bisschen Feuchtigkeit tut dem Ganzen nichts. Ich muss das noch ein paar Mal verdrehen. Könnt ihr die Naht noch gerade stellen. So, dass das hier fast bündig ist und gleich aussieht. Das gleiche bei dem anderen auch nochmal, aber ganz vorsichtig. Bisschen Feuchtigkeit. Spucke tut's auch. Es trocknet nachher wieder weg. Das sagt mir meine Lebenserfahrung. Geht's ein bisschen leichter. Und ein bisschen verdrehen vielleicht. Aber da hat jeder seine eigene Methode, glaube ich. Der geht ein bisschen schwer. Ja, dann geben wir ihm mal ein bisschen besseren Rutsch drauf. Ja, das hat was gebracht. Ups. So. Den doch auch noch mal in diese Richtung etwas. So. Das war's. Es kann Probe gesessen werden. Schauen wir mal. Gut, man kann hier seine Füße draufpacken. Hebel. Der geht wirklich, also das ist wirklich hoch. Und wir sehen uns dann gleich bei meiner Endrezension. Ich muss mir den mal einstellen, damit ich dann hier genau unterpasse. Weil wir wollen jetzt erstmal Essen machen. Ja, super. Alexa, Stoppuhr, stopp. Es ist kein Timer gestellt. Alexa, zeige mir Stoppuhr. Ich habe bisher gemessen. 15 Minuten und 16 Sekunden. Kann die Stoppuhr weiterlaufen? Nein. Vom ersten Start bis zum Stopp waren es genau 15 Minuten und 16 Sekunden. Das ist schnell. Also pro Stuhl müsst ihr 15 Minuten rechnen. Das, was der Hersteller sagt, wirklich mega leicht. Gut, und ich habe euch noch voll gequatscht. Gut, wir sehen uns gleich bei meiner Endrezession. Schönes Stück. Muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. So. Also, Sitztest haben wir gemacht und wir haben ihn jetzt, den Set schon seit na gut, eine Woche im Gebrauch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin echt begeistert. Lichtverhältnisse, seid mir ein bisschen böse in der Küche, hier ein bisschen doof, aber ich wollte euch das wenigstens dann live auch hier vom Tisch gezeigt haben. Na, ich sag mal, Schleichwerbung Daki. Wirklich ein schönes, also wirklich schöne. Von der Konzeption, von der Konstruktion mit den Tellern, sie lassen sich gut verschieben. Ich kann sie hier unterstellen. Wir haben eine Höhenverstellung. Wir haben Armlehnen. Das ist natürlich jetzt nicht, es ist nicht weich. Wir sind hier nicht auf dem Gamingstuhl. Aber wer mich kennt, der weiß, ich habe viele Gamingstühle schon zusammengebaut hier auf dem Kanal. Und da muss man ehrlich sagen, der geht mega leicht. Also diese 15-Minuten-Angabe, man kann es natürlich noch schneller schaffen. Wenn ich nicht so viel quatschen muss mit euch, dann baue ich ihn noch ein bisschen schneller zusammen. Also unter 15 Minuten. Da stimmt die Herstellerangabe, die Anleitung ist okay. Das ist alles nur zusammenbauen und zusammenschrecken. Wenn man einen anständigen Imbus hat, nochmal, den hätte ich jetzt nicht so unbedingt genommen. Damit geht's auch. Na, aber man braucht sonst kein Werkzeug. Ja, wie gesagt, was ich noch empfehlen kann, immer
in den Teller die Feder nochmal, also den Dämpfer nochmal leicht anschlagen, damit er dann auch festsitzt, ne, wenn man das nicht macht. Wir haben genug Sitzfläche. Wie gesagt, die Sitzfläche, Höhenverstellung, drehbar, tolles Produkt. Ich bin zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Und das soll ich euch auch von meinem Sohn ausreden, weil wir sind ja hier in einer Zweier-Sohn-Papa-Sohn-WG und da ist das wirklich das, was wir uns ausgesucht haben. Wir haben Platz. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig gewesen, dass ich den hier, wenn ich den hier unterschiebe, noch während des Kochens an meine ganzen Materialien komme. Und wir werden uns mal sehen, ich habe mit dem Hersteller bzw. mit dem Versender oder Verkäufer geredet, vielleicht kriegen wir noch mal einen günstigen Nachlass, dass wir uns dann noch mal zwei nachkaufen. Das möchte ich auf jeden Fall machen, sonst dauert es halt ein bisschen länger. Ne, aber da möchte ich gerne 4 Stück von haben. Momentan sind noch 2 von den anderen hier für den Besuch. Reicht das erstmal. Ja, ich würde sagen, absolut tolles Produkt. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, absolut 5 Sterne von mir. Da gibt es nichts zu meckern. Es ist die Polsterung. Wir sitzen ja hier nicht auf Dauerzustand auf dem Gaming-Stuhl. Das reicht, wenn ich mich so hinsetze. Ich komme unter den Tisch. Das ist richtig cool. Wippen kann er nicht. Wenn das einer fragt. Nein, das soll er natürlich nicht. Aber ich bin hingerissen. Ich habe auch viele Rezensionen darüber gelesen. Deswegen habe ich gedacht, ja, guck mal, ja, den gibt es noch in weiß und schwarz, wenn ich das sinne. Den gibt es auch als Einerstuhl. Und ist ein bisschen günstiger, wenn man jetzt so 3 haben will. Aber wir werden wohl 4 hier hinstellen. Wie gesagt, man kann sie ja hier. Hat den Vorteil, zack, ist das Ding hier unter und ich habe hier Platz. Na, und sitzt da schnell wieder drin. Ich bin hin und weg. Das passiert selten, aber ich bin hin und weg. Ich kann den wirklich empfehlen. Vollen Herzens. Und deswegen haue ich euch den auch in die Produktbeschreibung. Mit dem sogenannten, bei mir gekennzeichnet, AMZ mit blauem Punkt davor. Das ist ein sogenannter Amazon-Partnerlink. Da kriege ich eine kleine Provision. Ihr müsst nicht mehr bezahlen. Also, na, natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig seid, aber das ist jedem selbst überlassen. Aber trotzdem, wenn ihr es macht, supportet den Kanal. Da schon mal danke. Und wir oder ich behalte hier meine Lebensberechtigungskarte zum Weitermachen für auf YouTube. Haben ja auch ein bisschen Laufkosten. Ja. Da schon mal danke. Ja, das war soweit. Küche wird natürlich noch einiges gemacht, aber ja, so im Laufe der Zeit. Mal gucken, neuer Teppich, neuer Boden und da muss noch. Vielleicht bauen wir noch mal irgendwann, baue ich mit euch hier noch mal ein paar Arbeitsplatten ein. Mal schauen wir mal. Also so handwerklich geht es auf jeden Fall weiter. Und wer im Technik interessiert, hier liegen sie richtig weich wie auf einem Kissen. Richtig. Bitte Abo da lassen und Daumen nicht hoch in den Norden nicht vergessen. Das schon mal danke. Ich mache es mal ein bisschen spaßig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn es das getan hat, Daumen hoch und Abo dalassen. Da schon mal danke. Nächste Video ist am Start und an die Abonnenten bitte nicht die Hammerglocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Und solltet ihr Fragen haben, haut es doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren, was ihr von der Klamotte hier haltet. Na, wir machen fröhlich weiter und ich freue mich schon aufs nächste Video mit euch. Und bis dahin sage ich Tschüss, bye bye, bis zum nächsten und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut, bis dahin, euer Ducky, bye bye.